9. guckt, was haben wir denn bei der ersten Prüfung alles zu absolvieren? Erstens zeigen wir mal im Diagramm gelaufen die erste Jahr. Wir sollten 18 Trainingsstunden zumindest hinter uns haben. Natürlich wäre es besser, wir haben mehr hinter uns, aber das ist die minimale Anforderung. Dann sollten wir uns mit Werten auseinandergesetzt haben. Die wären in der ersten Stufe Höflichkeit, Respekt, Ordnung und Toleranz. Dann haben wir den Bruchtest, und zwar den sogenannten Job-Juggle. Und wir führen den Bruchtest aus mit den hinteren Beinen. Und wichtig ist, dass wir hier treffen, an der Fersensohle beim Bruchtest. Dann haben wir vom Theoretischen her, sollten wir von 1 bis 10 auf Koreanisch zählen können. Dann haben wir den Einschrittkampf, aber nur als Vorübung. Also die Hände sind zusammengefaltet vor der Brust und wir greifen jetzt mal an, oder ich greife jetzt mal an, Richtung Oberschenkel oder Richtung Ohr, immer schön von der Seite. Und die Aufgabe des Schülers ist es, dass er da möglichst schnell darauf reagiert und da entsprechend schon ein Verteidigungsmuster entwickelt hat. Okay? Dann Fitnessübung wäre 30 Jonglersprünge und einen Wechsel. Da ist darauf zu achten, dass der Fuß immer schön nach vorne geht. Dann Liegestütz. Ziel wäre, 5 schöne Liegestütze zu machen, so wie der Lukas. Also hier der Kopf gerade. Also hier gerade, von der Wirbelsäule her. Der Popo ist oben, tief gehen, bis knapp über dem Boden und wieder hoch. Dabei ist wichtig, dass hier nicht durchgehängt wird und auch der Popo nicht zu weit oben ist und dann hier nur eine kleine Bewegung nach unten gearbeitet wird, sondern dass hier möglichst alles gerade ist. Wenn das zu schwer sein sollte, können wir auch mal ein Auge zudrücken und man darf sich ablegen und dann wieder hochdrücken. Und dann haben wir noch die Selbstverteidigungstechniken, Selbstschutztechniken, und zwar 8 Stück. Die wären folgendermaßen: Abwehr links oben, rechts oben, von oben angegriffen, von unten angegriffen, Festhaltegriff unten, Festhaltegriff oben, Würgeabwehr von vorne, Würgeabwehr von hinten. Das wären so die ersten Übungen aus der Prüfung zum 9. Kup. Und im nächsten Video stellen wir euch dann gleich die Prüfungsordnung zum 8. Kup vor. Bis später!